sind das die Saguaros. Ja, das Schlimmste haben wir hinter uns. Ich dachte schon, wir würden sie nie erreichen. Hey, hey! Was knistert denn da? Die Briefe vom Gouverneur und von den Direktoren der Kupfermine. Bald werden da hübsche Dollarscheine knistern. Marie! Wo willst du hin? Geh nicht weiter, nur hier ist die Trasse sicher. Komm zurück! Hier kommt doch kein Apache an uns ran, den wir nicht schon 10 Meilen anreiten sehen. Die Waffen weg! Seid ihr verrückt geworden? Mal sehen, ob der große Krieger Nerven hat. Nummer zwei. Riesen, den dritten schaffst du nicht. Ich wette $5. Ich halte dagegen, Mori. Nummer drei. Hier, nimm einen Freundschaftsschluck. Mr. Johnson, kann ich mal die Flasche haben? Ich kann jetzt einen Schluck gebrauchen. Ich auch. Ab nach Santa Rita, wer weiß, wie viele hier noch versteckt sind. Gut. Ihr seid scharf geritten. Sagt mir, was ist der Grund für eure Eile? In unserem Jagdgebiet tauchten 10 Reiter auf, die einen Planwagen begleiteten. Es waren keine Mexikaner, sondern weiße Augen. Sie gehören also nicht zu den Leuten der Kupfermine. Bei den Saguaros erreichten sie die Trasse und machten Rast. Als wir auftauchten, zogen sie ihre Waffen und einer zeigte, wie gut er treffen kann. Sie stiegen dann sehr schnell wieder auf ihre Pferde. Sie hatten es plötzlich sehr eilig, nach Santa Rita zu kommen.
Was wollen Sie dort? Die Antwort steckt im Planwagen. Habt ihr vergessen, was morgen wieder für ein Tag ist? Wir sind wie jedes Jahr nach Santa Rita eingeladen. Du denkst, sie transportieren im Wagen das Socorro-Mehl, das sie immer an diesem Tag an uns verteilen? Sie waren von der Trasse abgekommen. Das ist alles. Der Vertrag garantiert die Sicherheit der Trasse für die Mexikaner, nicht für die Weißen Augen. Er garantiert uns den Frieden. Versteht ihr nicht? Der Eifer der jungen Krieger ist verständlich und gut. Aber Misstrauen vergiftet eure Klugheit. Ulzana hat noch niemals etwas von der Minengesellschaft genommen. Ich verstehe ihn nicht. Was ist eigentlich dabei? Wirklich. Schade, dass dein Mann wieder nicht mitkommen wird. Wir hätten morgen einen Sack Socorro-Mehl mehr. Nana, erinnerst du dich an die Zeit, ehe die Weißen in unser Gebiet kamen? Als ich ein Kind war, hast du mir erzählt, die Apachen hätten gut gelebt ohne das Hilfsmehl. Natürlich haben wir gut gelebt. Auch ohne Mehl. Aber wenn ich daran denke... Letztes Jahr habe ich eine Rindslende bekommen. Die ist so zart gewesen, dass ich sie ohne jede Mühe kauen konnte, auch ohne Zähne. Du mit deiner Rindslende. Im letzten Jahr hast du vor allem so viel Mezcal in dich hineingeschüttet, dass wir dich auf dem Rückweg auf dein Pferd binden mussten. Mich? Mhm. Du meinst mich? Ja. Aber das ist nicht meine Schuld gewesen. Sie gossen immer nach und riefen... Salut, Nana. Salut, Pedro. Diesmal gehe ich mit. Das glaube ich. Spaß fallen wir nicht rein. Nie mit nach Santa Rita gegangen. Ich will sehen, wie viel der Vertrag wert ist, auf den der Häuptling so stolz ist. Gib her. Das wollen wir schön hier lassen. Wir gehen immer ohne Waffen. Das ist eine alte Absprache mit den Leuten von Santa Rita. Lass das ruhig hier. Wozu auch? Wir leben schon viele Jahre mit den Weißen in Frieden. Diesmal mache ich das anders. Das verspreche ich euch. Ich trinke immer nur einen halben Becher. Ja, dann können die Minenleute nicht so schnell nachfüllen. Und immer wieder Salut rufen. Ich verspreche es euch. Ah, schlagt mich ein, ihr faulen Banditen. Ihr bringt mich noch ins Grab. Komm, komm, bewegt euch, hebt eure müden Füße. Gleich kommen die Apachen und nichts ist fertig. Miguel, hey. Kümmere dich um den Ochsen. Senior, wann lädt die Gesellschaft uns mal zu seinem Essen ein? Die nächste Kondukta wird die Vorräte wieder auffüllen, oder gönnst du es den Apachen nicht? Dies Jahr fällt die Spende aber besonders großzügig aus. Vielleicht will die Gesellschaft den Vertrag mit den Apachen verlängern. Oder sie brauchen eine zusätzliche Abbaustelle. Ganz in der Nähe soll es Silber geben. Frag doch Senior Ramon oder den Amerikaner, der so pünktlich zum Fest gekommen ist. Ja, ja. Anna, ich dachte schon, es würde Ärger geben mit den Amerikanern. Der Boss hat sie fest in der Hand, nicht einen Tropfen Alkohol hat's gegeben.
Was schätzen Sie, wie viele sind es? Ich glaube, sie sind alle gekommen. Wie gefällt Ihnen mein Plan? Er ist teuflisch einfach. Wie lange betreiben Sie das Geschäft hier schon? Ich war einer der Ersten, als hier alles anfing. Damals wohnten wir noch in primitiven Zelten. Erst musste die Erzförderung auf vollen Touren laufen. Dann wurden die Häuser gebaut. Und nie gab es Ärger? Nie. Der Häuptling Juan José ist klug. Er braucht den Frieden genauso dringend, wie wir ihn brauchen. Warum sind Sie so nervös? Wenn nur erst alles vorbei wäre. Aber Señor Ramón, Sie tragen keinerlei Verantwortung für das, was hier geschehen wird. Ich bin durch Ihren Gouverneur ausdrücklich autorisiert worden. Und es besteht kein Zweifel, dass Ihre Direktoren lieber mehr Kupfer haben wollen und weniger Apachen. Der Kupferpreis ist auf dem Weltmarkt um 10 Punkte geklettert. Ich kenne den Kupferpreis. Und auch den Preis für einen toten Apachen. Da es weder durch militärische noch durch andere Mittel gelungen ist, die Apachen aus ihrem Gebiet zu vertreiben, zahlt die Regierung ab sofort für jeden Kriegerskalb $100, für einen Frauenskalb $50 und für einen Kinderskalb $25. Sie kennen die Gesetze Ihrer Regierung ja auswendig. Jetzt möchte ich auch mal etwas fragen. Sie wissen sehr genau Bescheid über die Erzvorkommen in der weiteren Umgebung, im Gila-Tal zum Beispiel. Oder in den Bergen am Natanes Rin. Unsere Karte hier sagt Ihnen nichts Neues. Sie könnten sie sogar wesentlich verbessern. Wenn Sie wollten. Sie kennen nicht nur die Lagerstätten von Kupfer, sondern sogar von Silber. Stimmt's? In welchem Auftrag arbeiten Sie wirklich? Señor Ramón, wenn ich will, kann ich Ihnen sehr viel Ärger machen. Ich glaube eher umgekehrt. Ein Wink von mir und Ihr ganzes großes Geschäft platzt. Platzt auf der Stelle. Sie scheinen zu vergessen, dass Sie sich hier auf mexikanischem Boden befinden. Johnson. Schon. Dann aber auf Apachen. Boden. Das haben Sie vergessen. Und nun hören Sie mal gut zu, wenn der Whisky Ihr bisschen Gehirn noch nicht ganz erweicht haben sollte. Die mexikanische Konkurrenz wird hier bald verschwinden, sehr bald sogar. Ihre Gesellschaft hat sich mit lausigem Kupfer begnügt. Meine will mehr. Und ich, Idiot, dachte, als Sie hier ankamen, Sie wären so ein kleiner amerikanischer Gangster, der nur Skalpprämien kassieren will. Vielleicht verschaffe ich Ihnen später bei uns einen anständigen Job. Fachleute können wir gebrauchen. Thank you.
Probieren Sie mal eine von meinen. Ich bin so frei. Na gut. Hey, bei dir. Los, austrinken. Was denn mir? Alles in Ordnung bei Ihnen? Natürlich. Alles in Ordnung. Schon mit unserem Gast geplaudert? Ja, ja. Sie nicht? Sergeant, reiten Sie zur Mine. Mit der ganzen Mannschaft. Könnte sein, dass die Lust bekommen und am Fest teilnehmen wollen. Befehl. Das Hemd aus der Hose klauen. Los, schnell fesseln. Hey, wo willst du hin? Komm, trink. $100. Der Messerwerfer gehört mir. Schnell runter. Es wird gleich losgehen. Es ist soweit. Gut. Na bitte. Danke. Entschuldigen Sie. Schenkt ein. Hört zu! Hört mal alle zu! Die Säcke dort sind gefüllt mit Zuckerrohrmehl. Fast alle zu! Jeder kann so viel nehmen, wie er allein vortragen kann! Zahner ist von weißen Augen dort ins Haus geschleppt worden. Hier, sein Messer. Vielleicht kannst du ihm helfen. Was habt ihr vor? Seid ihr wahnsinnig geworden? Harry, stopp ihm das Maul. Schnell. Habe ich alles richtig gemacht? Hä? Was macht ihr denn?
Lass das Gewehr los! Verschwinde aber schnell! Komm! Komm! Nein, Mann! Wie siehst denn du aus? Du hast recht gehabt, Juan. Sie hatten mit den Apachen was Besonderes vor. Nummer 16. Siebzehn. Passt auf, dass uns niemand entkommt! Bernard wäre uns zum Schluss noch seine Rothaut auf die Spur gekommen. Er hatte schon die Plane an einer Ecke aufgebunden. Weißt du wer? 18. Der Messerwerfer von den Saguaros. Wo ist er jetzt? Moment, ich zeige ihn dir. Auf dem Dach! Verdammt! Also los, Jungs, an die Arbeit. Die Kriegerskalpe in diesen Sack, die Frauen- und Kinderskalpe hier rein. Thank you.
Deine Frau hat es heimlich mitgenommen. Als sie sah, dass du gefesselt ins Haus geschleppt wurdest, gab sie es mir. Mir hat es das Leben gerettet. Wir gehen zu den warmen Quellen. Es gibt keine Kupferminen-Indianer mehr. Wir verlassen unser Dorf. Ich rufe den Häuptling. Ja, Ikte. Er ist nicht mehr hier. Mein Kopf kann nicht verstehen, was geschehen ist. Wo ist der Sinn? Jeder Skalp von einem Apachen ist $100 wert. Das ist der Sinn. Dein Misstrauen war klug, Ulzana. Der Vertrag mit den weißen Männern war nichts wert. Euer Häuptling hat unsere Warnung nicht verstanden und deiner auch nicht. Ihr seid unsere Brüder und Schwestern. Seid willkommen. Ulzana, wo ist mein Bruder Bagule? Ja, Ikte. Er ist nicht mehr hier. Schwer verwundet ist er dem Massaker entkommen. Ich habe ihn in meinen Armen gehalten, aber sein Atem floh. Erst wenn das Gesetz der Rache erfüllt ist, werden wir in euren Wikiyaps wohnen. Wie viele Krieger werden mit dir reiten? 6. Warum vergisst du mich? Die Sonne vieler Jahre hat meinen Rücken gekrümmt, aber die Toten waren auch meine Verwandten. Die Sonne über der Wüste von Chihuahua. Mancher, der am Morgen reitet, mancher, der am Mittag reitet, mancher, der am Abend reitet, reitet nicht mehr. Weit ist das Land der Apachen.
her? Wer will sie aufhalten? Wer? Wer? Stein steht die Sonne über der Wüste von Chihuahua. Johnson ist fort und wir sitzen hier allein in der Patsche. Wie lange reichen die Vorräte, Senor, wenn kein Nachschub kommt? Keine Sorge. Mindestens 3 bis 4 Wochen. Bis dahin ist die Kondukta längst da. Na, dann geben Sie mir noch einen Schluck. Chico. Du hast doch deinen Lohn für die Woche längst weg. Gute Nacht, Senor. Ich bin unschuldig. Ich bin immer nur euer Freund gewesen. Ich habe immer nur das Socorro-Mehl verteilt. Wenn dein Mund offen ist, kommt ihm eine Lüge raus. Lauf zum Kommandant. Ruf Feuer. Nichts mehr zu retten. Wir müssen sofort einen Boten nach Hanos schicken. Wir brauchen Lebensmittel. Mehr Soldaten. Hier, der Sergeant übernimmt das. In der Nacht komme ich bestimmt durch. Wollen Sie nicht doch einen Mann mitnehmen? Allein bin ich unauffälliger. Sie werden hier in den nächsten Tagen vielleicht jeden Mann brauchen können.
Was wollt ihr denn hier? Ich denke, was ihr beraten wird, das geht auch uns an. Hey! Hey, du Riesen! Lange machen das die Gäule nicht mehr mit! War doch dein Vorschlag, eine Abkürzung zu fahren! Hey, hey! Das ist sicher. Sie werden eine Rast brauchen. Eines von Ihren Pferden lahmt. Vorwärts. Weiter. Also, hier trennen wir uns. Ihr fahrt zurück nach Pinos Altos, ich reite mit dem Boss nach Chihuahua. Wir kassieren die Skalprämie und kommen danach. Alles klar? Ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht so eine sandige Kehle gehabt. Hol noch einen Strick vom Wagen. Ein kurzes Ende genügt. Wie viel Dollar sind das? Bist du verrückt? Schmeiß die Zigarre weg! Auf dem Wagen liegt noch ein halber Zentner Pulver. Hast du um mich Angst oder um dich? Ah! Wo seid ihr? Kommt her, ihr verdammte Hunde! Die Aufhalten! Wir müssen aus der Falle hier raus! Los! Hey! 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 Hey!
du! Schnell! Schmeiß die Pulversäcke runter! Hey! Machen wahr, was sie beschlossen haben. Warum schmeißt du dich an? Wir wollen los! Haben wir auch genug Wasservorrat? Miguel, schaffst du es allein? Ja, ja. Teresa, komm! Also, Sie wollen sie nicht aufhalten, Senor Kommandante. Die Verantwortung für alles, was hier geschehen ist und vielleicht noch geschehen wird, tragen Sie, Senor. Schieben Sie sie jetzt nicht anderen zu. Sind Sie wahnsinnig, Kommandante? Alles, was geschehen ist, wurde ausdrücklich vom Gouverneur was und von meinem Direktor gut geheißen. Ich war nicht informiert. Wo ein Toter liegt, sollte kein Streit sein. Paolo! Senor Ramon, wir gehen mit unseren Männern wieder zurück in unsere Heimatdörfer und suchen uns deine neue Arbeit. Die Gesellschaft kann uns hier keine Nahrungsmittel und keine Sicherheit mehr garantieren. Und die Sicherheit auf der Trasse? Was ist, wenn die Apachen unterwegs angreifen? Wir können ebenso gut hier angreifen. Aber hier können sie uns aushungern. Halten Sie doch den Mund! Für die Sicherheit von Santa Rita haben wir einen Vertrag... Ich habe den Mann, der den Vertrag gemacht hatte, mit eigenen Händen begraben müssen. Wenn wir uns nicht beeilen, bleiben wir allein in Santa Rita. Na los, vorwärts. Der in Pinos Altos gewesen ist.
Santa Rita ist leer. Die Mexikaner sind alle weggezogen. Die Sonne geht ihren Weg. Wer will sie aufhalten? Die Rache der Apachen ist wie der Weg der Sonne. Warte noch. Dein Gefangener war im letzten Sommer bei Pinos Altos. Er suchte gelbes Eisen. Jetzt sind dort wieder weiße Männer aufgetaucht. Sie schlafen nicht in Zelten. Diesmal bauen sie Häuser aus Baumstämmen. Sie wollen lange bleiben. Meine Späher haben 3x10 Männer gezählt. Pinos Altos ist euer bestes Jagdgebiet. Ihr werdet bald kein Fleisch mehr haben, wenn sie bleiben. Alte Nana immer solche Sachen? Seine Beine taugen nicht mehr viel, aber sein Kopf ist noch jung. Werden wir Zeuge deiner Rache sein? Er wird in Santa Rita sterben, dort, wo er alle unsere Verwandten ermordet hat. Warum willst du mich töten? Wenn du mich tötest, werden deine Leute dadurch auch nicht wieder lebendig. Gib mir ein Pferd und lass mich laufen! Unsere Soldaten werden kommen. Ich sorge dafür, dass sie dich in Ruhe lassen. Und sie werden bald kommen. Du hast begriffen, was wir hier wollen. Verhungern und verdursten. Ihr roten Schufte! Wir werden euch ausrotten! Alle! Alle! Hoffentlich werden wir bald abgelöst. Ich bin hundemüde, verdammt nochmal 25 Meilen an einem Tag. In 3-4 Tagen sind wir in Janos. Deine Margarita wird sich freuen, wenn du so müde ankommst. Guten Tag, Margarita. Ich muss erst 2 Tage schlafen.
Schlaf noch ein paar Stunden, Pedro. Morgen wird wieder ein heißer Tag. Buenas noches, señor. Apachen! Apachen! Alarm! Die Apachen! Alarm! Die Apachen! Wir haben niemanden getötet. Und offenbar auch niemanden weggeschleppt. Theresa! Unser Wasserfass ist leer! Ausgelaufen. Kein Wasser! Wir haben kein Wasser mehr! Wir haben Strom gesteckt. Das Wasser ist ausgelaufen. Was sollen wir da machen? Aufhören! Hört zu, Leute, Ruhe! Ruhe! Morgen kommen wir zu einer guten Wasserstelle. Aber beruhigt euch! Wir brechen sofort auf, aber bleibt zusammen! Vorhin hat recht. Wir müssen zusammen. Was denn für eine Wasserstelle? Wo sollen wir denn auf eine Wasserstelle stoßen? Ich denke, jetzt wird es ernst und die Apachen werden uns angreifen. Nicht doch, mach doch jetzt hier keine Panik. Miguel, frag nicht zu viel. Halte dich an deine Theresa, dann wird schon alles gut gehen. Wir müssen die letzten Wasserreste aufteilen. 20 Meilen, keine Wasserstelle. Wo sind Sie denn? Auspeitschen müsste man euch oder aufhängen. Als ich mich umdrehe, ist er hier, der Paolo, ganz plötzlich verschwunden. Hey, sage ich, Paolo, wo bist du? Zieht mir jemand die Beine weg. Mehr weiß ich nicht. Ja, so war es, Senor Kommandant. Haut ab! Glauben Sie, die Apachen werden uns wirklich angreifen? Die Sache mit den Wasserfässern stimmt mich eigentlich optimistisch. Wie soll ich das verstehen? Es gibt nur eine Erklärung. Sie können sich keinen offenen Kampf leisten. Sie sind zu wenige. Also wenden Sie die Taktik der Nadelstiche an. Wir sollen nicht zur Ruhe kommen. Hören Sie nichts? Eine Patsche! Eine Patsche! Hörst du auf! Eine Patsche! Ja, einen Gaul. Hier ist nichts mehr zu retten. Bleiben Sie mit Ihren Soldaten hier! Wollen Sie dann Frauen und Kinder einfach im Stich lassen? Los.
Sie werden nie wieder in unser Gebiet zurückkehren. Komm, in Santa Rita wartet jemand auf uns. Wir bringen die Pferde ins Dorf! Alles wie tot. Kein Mensch zu sehen. Auch im Tagebau alles still. Vielleicht sind sie alle in den Häusern. Siesta Mexicana. Wenn Sie schon denken, Sarge, dann machen Sie auch den Mund auf. Ich denke, die Mexikaner haben Santa Rita geräumt. Vielleicht haben sie Wind bekommen, dass wir hier einen kleinen Krieg vorhaben. Rückzug auf eine innere Verteidigungslinie. Los, das müssen wir uns näher ansehen. Johnson, was ist denn passiert? Captain Burton, Gott sei Dank. Was ist schiefgegangen? Wo ist die Kanone, die wir ihnen geliehen haben? Warum ist Santa Rita leer? Wo sind die Mexikaner? Die Apachen. Ich muss sofort zu meinen Leuten. Bringen Sie mich nach Pinos Altas. Rasch, Burton. Es ist unmöglich, tut mir leid. Wir haben den Auftrag, einen Weg für unsere Truppen zu erkunden. Es kann jeden Tag losgehen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir könnten ihm eines unserer Packtiere geben. Ob er das schafft? Allein? Bestimmt. Johnson ist zäh. Jemand hat ihn losgeschnitten. Drei Reiter und zwei Packtiere. Hier haben sie sich getrennt. Eine einzelne Spur führt dorthin. Ich folge ihm. Wohin er auch flieht, er wird meiner Rache nicht entgehen. Unsere Fallgrube hat funktioniert. Ist aber ein ulkiger Hirsch drin. Gib mir einen Schluck zu trinken. Halt ihn! Halt ihn die Beine fest!
Los, zieh doch fest! Komm hier! Der Krieger verzieht keine Miene. Mr. Johnson, dieser Apache, das ist doch der von Santa Rita. Warum haben Sie ihn nicht gleich kalt gemacht? Hier ist sein Messer. Ich habe 2 Tage am Brunnen stehen müssen. Er wird 2 Tage am Baum stehen. Na, da will ich ihm mal seinen Nachtisch bringen. Er ist ein Indianer. Jeder von uns wäre nach solch einer Massage doch krepiert. Hoffentlich hetzen wir uns damit nicht die ganzen Apachen auf den Hals. Jake hat ihn aber einen ganz kleinen Nachtisch gebracht. Jake! Unserer Spur nicht gefolgt. Bis zu meinem Tode will ich jeden Tag an diese Schmach erinnert werden. Es ist schon viele Jahre her, da sah mein Freund Na Cayenne auf der Jagd einen Bergpanther. 2-mal hat er ihn getroffen. Aber erst ein 3. Pfeil hat ihn getötet. Warum erzählst du deine Geschichte nicht zu Ende? Na, Cayenne ging hin und berührte ihn, wie es das Jagdgesetz vorschreibt. Da sprang ihn der Panther an. Es wird ein blutiger Kampf werden. Wir werden an deiner Seite kämpfen, bis das Gesetz der Rache erfüllt ist. Du siehst einen einzelnen Mann, aber hinter ihm stehen viele Gewehre. Nicht nur die Männer in den Holzhütten.
Ihre Soldaten werden kommen. Sehr bald. Auch du hast meine Geschichte nicht ganz bis zum Ende erzählt. Mein Freund Na Cayenne lebte noch lange. Und das Fell des Bergpanthers hing in seinem Wiki ab. Genug. Die ziehen ab. Die kommen wieder. Das ist sicher. Wir müssen die Lebensmittelvorräte sichern und neue Munition verteilen. Ich glaube nicht, dass wir in den nächsten Tagen auf die Jagd gehen können. Die Vorräte reichen höchstens eine Woche. Vielleicht greifen sie nicht wieder an. Sind doch keine Dummköpfe. Ihr habt's ja gesehen. Unser Empfang hat Ihnen gar nicht geschmeckt. Wie viel waren das eigentlich? 5 oder 50? Für jeden Peitschenhieb wird einer von uns sterben. Hör doch endlich auf, solchen Blödsinn zu reden, Ronny. Unsere Munition reicht gut gerechnet für 4 Wochen. Bis dahin haben wir längst die Armee da. Wir haben den Auftrag, die Goldmine hier aufzuschließen. Und es wird niemand geben, der uns davon abbringen wird. Aber wenn es euch beruhigt, schicke ich einen Boten los. Getraust du dir, durchzukommen? Ich komme bestimmt durch. Vielleicht sollten wir unser Camp verlegen. Gold gibt's doch überall. Du kannst Captain Burton sagen, er soll seinen Chef in Trab bringen. Vorsicht, er hat Max Gewehr. Wir greifen gleichzeitig an. Achtung, los! Wie konnte uns der nur entwischen? Na, sehen wir uns doch mal die anderen Toten etwas genauer an. Hast recht, vielleicht erleben wir sonst noch seine Überraschung.
Hey, Bob. Ronny, die Leiche lebte. Die Soldaten der Weißen Augen werden kommen. Sehr bald. Viele gute Gewehre. Wenn ihr uns nicht helft. Wir allein können die Männer aus den Hütten nicht vertreiben. Das Gesetz der Rache wurde verletzt. Bolzana ist ein tapferer Krieger. Er wird es erfüllen oder sterben. Wir können ihm dabei nicht helfen. Aber Pinos Altos ist unser bestes Jagdgebiet. Wenn die Sonne morgen über den hohen Bäumen steht, wird kein weißer Mann mehr dort sein. Bis hierher 40 Meilen. Das wäre der erste Tagesmarsch. Ein Bote von jenseits der Grenze, Sir. Er behauptet, Captain Burton zu kennen. Ich komme aus dem Kämpfer, Mr. Johnson. Wir brauchen Hilfe. Sofort. Die Apachen greifen an. Wir können uns nur noch 2 oder 3 Tage halten. Captain Burton hat mir schon berichtet, dass sich euer Boss in einer schlimmen Lage befindet. Großes Risiko? Große Erfolgschance oder großer Reinfall? Seine Sache. Colonel, jetzt liegt aber ein direkter Angriff vor. Mr. Johnson arbeitet immerhin im Auftrag... Moment. Wir arbeiten hier immerhin im Auftrag der amerikanischen Regierung. Also, immer hübsch der Reihe nach. Sie sind dran, Captain. Das Apachengebiet nur durchstoßen. Unser Ziel heißt Mexico City. Na also, erst die Mexikaner. Die Apachen, später. Machen Sie weiter. 2. Tagesmarsch, 50 Meilen. Biwak am Natanes Rim. Am nächsten Tag trennen wir uns. Eine Gruppe geht hier. Wenn man nur wüsste, was diese verdammten Kerle vorhaben. Draußen ist es unheimlich still. Nichts rührt sich. Zum Verrücktwerden. Glauben Sie, dass der Kleine durchgekommen ist? Vorhin glaubte ich schon, ein Kavalleriesignal zu hören. Aber Sie können von morgen nicht hier sein. Jetzt verstehe ich, warum die weißen Augen so schnell schießen. In den Holzhütten können wir sie mit unseren Pfeilen nicht treffen. Ihre Hütten werden brennen. Thank you.
Thank you.